gab ja unterschiedliche, die Presse war ja sehr unterschiedlich. Die war eine war deutschnational orientiert, die anderen waren also Reichsbanner orientiert, also die waren alle und Kommunisten. Da gab es ja Mein Kampf, ich glaube die Zeitschrift, hieß die nicht die Zeitung Mein Kampf? Da war dann die Faust immer so. Das war ja der Gruß. Wie bei den Nazis dieser, dann war das der Gruß von den Kommunisten. Die hatten diese Schein-Mein, das waren so breit auslaufende so Tuten. Die waren zusammengeschweißt zu einem, wie Orgelpfeifen. Und da haben die dann ihre, wenn sie durch die Straßen marschiert sind, haben sie, da wusste man, ach, da kommen ja die Kommunisten wieder. Nicht? Und die hatten auch entsprechende Jacken an, die erinnerten so an russische Jacken, russische Hemden, die also die Knöpfe hier an der Seite hatten. Ja, oben mit dem Bund. Die halt waren schon ganz schön. Also jedenfalls, es war eine so zwielichtige und undurchsichtige Zeit. Also wenn die Wahlen waren, waren die Litfaßsäulen voll. Da war Hindenburg ringsherum, da war Hitler ringsherum, da waren die Deutschnationalen ringsherum. Der Stahlhelm sozusagen, der war ringsherum. Also ich hatte ja auch in der Schule einige Väter, die waren also noch beim Stahlhelm. Da habe ich immer bewundert, wenn ich bei denen in der Wohnung war. Da hatte der eine, der hatte noch so diesen Stahlhelm, den ersten, der die Vorentwicklung zu dem späteren Stahlhelm, der hatte zwar so eine ähnliche Form, aber war viel massiver. Sah aus wie eine Panzerkuppel, der da stand oben auf dem Schrank. Habe ich mal so mit Ehrfurcht betrachtet. Den Gedonnerwetter, den haben die da dann im Krieg getragen. Das ist ja, der hatte, wenn man den in die Hand nimmt, das ja, hat er schon alleine ein tolles Gewicht. Hat man denn auf den Straßen viele Verwundete vom Ersten Krieg gesehen? Nein. Hier, wollen wir sagen, der erste Weltkrieg hat nicht das Entsetzen und das Elend gebracht, was der Zweite gebracht hat.